Campground Stealth. Klingt martialisch, sieht martialisch aus, ist dabei aber überraschenderweise ziemlich ökologisch. Warum? Die Antworten hier und jetzt im Test der neuen Wohnkabine. Auch wenn die neue Box im Portfolio des Wohnkabinencenters den Namenszusatz Stealth trägt, auffällig ist sie irgendwie doch. Aber vielleicht sind damit auch eher ihre überschaubaren Maße gemeint. 3 Meter lang, 1,45 hoch und maximal 2,12 Meter breit. Damit hat der Ford Ranger von 2012 überhaupt keine Probleme. Aufgrund der Bauform und der relativ geringen Bauhöhe ist sie auf jeden Fall spannend für lange, weite Touren. Denn auf der Autobahn merke ich eigentlich bis 120 km/h nicht, dass ich da hinten eine Kabine drauf habe. Die Windgeräusche beginnen eigentlich erst über 120 km/h und diese Reisegeschwindigkeit, die nutzt dann ja doch kaum jemand. Mit einem Leergewicht von 548 Kilo ist die Campground Stealth allerdings nicht gerade leicht. Die Restzuladung beträgt bei dieser Kombination aber immer noch 565 Kilo. Positiv im Gelände? Da die Kabine komplett auf der Ladefläche Platz findet, ist die Manövrierbarkeit uneingeschränkt gut. Und bevor man beim Rückwärtsrangieren die schöne Wohnbox beschädigt, erledigt jede Stoßstange die ihr ursprünglich zugedachte Aufgabe. Doch was ist denn nun das eigentlich Besondere bei dieser mobilen Unterkunft? Da hilft nur anhalten, Knopf drücken, Dach hochfahren und Licht ins Dunkle bringen. Manchmal täuscht der äußere Schein, das hier ist keine GFK-Monocoque-Kabine, sondern ein Konstrukt aus Birkensperrholz. Was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Diese Kabine aus Russland ist sensationell gut durchdacht. Zum Beispiel hier diese großen Stauräume. Die Klappen sind auch alle gefräst, sehen sehr modern aus, sparen aber zeitgleich auch Gewicht. Das Schöne ist, die Kabine schließt wirklich mit der Ladefläche ab. Muss nichts umbauen und dementsprechend gut sind auch die Überhänge. Wunderbar sind die großen Ankerplatten für die Stützen zum Abnehmen. Ich habe auch viele Stauräume, an die ich von außen rankomme. Das einzig Doofe ist, es gibt keine wirklichen Griffe. Ich muss jedes Mal den Schlüssel zur Hand nehmen, um die Klappen auf- und zumachen zu können. Damit die ganze Kabine nicht nach IKEA-Küchenschrank aussieht, ist sie mit einer sehr robusten Beschichtung lackiert. Das Dekor ist Option, das ist anschließend foliert. Und damit man nicht frieren muss, ist auch eine Standheizung montiert. Hier ist der Abgasstutzen und hier hinten ist dann der Dieseltank, um die Heizung zu befeuern. Als Basisfahrgestell für diesen Test nutzen wir einen älteren Ford Ranger mit dem 2,2 Liter Motor und der 6-Gang-Automatik. Kein außergewöhnliches Basisfahrzeug, aber ohnehin passt ja die Kabine auf jeden gängigen Doppelkabiner. Bevor es gleich ins Innere geht, werfen wir noch einen seltenen Blick in die russische Produktion. Denn die Bauweise aus Birkensperrholz ist tatsächlich besonders. CNC-gefräste Teile finden hier ihre passgenau zugeschnittenen Gegenstücke. Und schnell wird klar, dass im Vergleich zu anderen Kabinen aus Sandwich-Material höhere Gewicht ist die eine Sache. Die Campground Stealth aber ist vor allem robust gefertigt. Das ist auf langen Reisen immer ein gutes Gefühl. Und damit zurück zum Test. Nicht immer ist neu ja auch gleich besser, aber an dieser Stelle ganz klar, tolle Ideen, gute Umsetzung. Hier zum Beispiel sieht man das mal, das ist die Rückseite von einem Bodenelement. Die Fräse hat hier den unnötigen Bereich ausgespart. Damit ist das ganze Stück wieder etwas leichter geworden. Aber auch grundsätzlich die Funktionalität in der Kabine ist gut. Ich habe eine schöne Sitzgruppe, da kann ich auch zu dritt drin sitzen. Im Prinzip habe ich drei Schlafplätze. Das ist quer ein bisschen kurz. Aber ich habe auch eine kleine Küchenzeile. Ich habe Platz für ein WC und für eine Kühlbox. Die Rundumsicht hier hinten ist wunderbar. Ich kann das Aufstelldach verdunkeln. Ich habe gute Belüftungsmöglichkeiten. Also hier stimmt tatsächlich auf Anhieb eine ganze Menge. Natürlich bei jeder Kabine wichtig, was kann das Bett? Auf 1,88 m x 1,19 m schläft es sich gut, auch dank der aufwendig gearbeiteten Polster. Wer noch mehr Länge braucht, dem sei gesagt, die neuen Kabinen kommen serienmäßig mit Längsschläferauszug, der die Maße auf 2,09 m x 1,88 m vergrößert.
Doch damit hat die Pfiffigkeit noch lange nicht ausgedient. Eine dieser vielen Ideen, die hier drin stecken, das ist die Abrundung vom Dachelement. Das ist nicht einfach gerade, wie man das von Aufstelldächern kennt, sondern macht einen kleinen Buckel. Das sieht von außen gewöhnungsbedürftig bis charakteristisch aus, hat aber hier den Vorteil, dass ich hier wirklich auch auf weiten Strecken eine gute Sitz- bzw. Liegehöhe habe und erst im vorderen Bereich das Dach auf knapp 30 cm runterfällt. Also hier kann man auch zu zweit nebeneinander liegen, ohne dass sich das beengt anfühlt. Würde das Dach einfach gerade laufen, dann müsste ich hier schon kräftig den Kopf einziehen. Jetzt schauen wir mal in den Keller der Kabine. Auch der ist gut durchdacht. Ich habe mittig, schwerpunktgünstig gelegen, den großen Wassertank. Der ist tatsächlich isoliert. Die Sperrholzwand außen hat ja kaum dämmende Wirkung. Die Batterie sitzt hinten noch eine Etage tiefer und den Stauraum, der ganz unten ist, den ich von außen erreichen kann, da komme ich tatsächlich auch von hier noch einmal ran und kann die Sachen rausholen, die mir vielleicht von hinten schon entwischt sind. Also alles gleich bei der ersten Baunummer richtig gemacht? Scheint so. Ja, wo viel Licht ist, da ist auch ein bisschen Schatten, sind tatsächlich aber nur Kleinigkeiten. Wenn man überlegt, das ist die erste Kabine, dann lässt sich das mit Sicherheit auch abstellen. Ein Beispiel, die Tür öffnet nur etwas mehr als 90 Grad, weil sie dann hier an den Kanister anschlägt. Wenn der an einer anderen Stelle wäre, könnte ich die Tür ganz aufmachen. Diese Kanisterhalterung, die fängt schon an zu rosten, das ist auch nicht wirklich schön. Was mir persönlich auch nicht gefällt, wenn ich schon eine Camperkabine habe und eine Spüle, die fest integriert ist mit großem Wassertank, dann wünschte ich mir eigentlich auch einen fest installierten Kocher. Das ließe sich ja ganz problemlos eigentlich auch auf der Fahrerseite umsetzen. Und was sicherlich eine Geschmacksfrage ist, das hier ist eine Holzkabine. Eigentlich weiß ich es aber nicht. Im Innenraum habe ich vier verschiedene Holzdekore vom Fußboden bis zur Oberfläche. Außen habe ich die grau lackierte Farbe. Da könnte ich mir vorstellen, dass man durchaus auch diesen Charakter der Kabine nach außen tragen kann. Die Frage nach einer anderen Optik ist mittlerweile auch beantwortet. Innen gibt es jetzt eine klar lackierte Variante, die den Baustoff Holz stärker zur Geltung bringt. Bevor wir aber die spannende Frage nach dem Preis klären, geht es wieder zurück auf die Piste. Doch halt, zuerst Dach runter. Das geht hier nur elektrisch. Ganz wichtig, wer irgendwo mal stromlos ist, der bleibt dann auch immobil. Man braucht also immer eine Stromversorgung, um das Aufstelldach zusammenklappen zu können. Jetzt aber wirklich, was kostet der Spaß? Rund 28.900 Euro müssen für die Stealth DC hingelegt werden. Das ist nun kein ausgewiesenes Schnäppchen, doch gemessen an der umfangreichen Ausstattung und der soliden Bauqualität geht der Preis in Ordnung. Und die besondere Stellung inmitten der vielen Sandwich-Kabinen ist bei der Box aus Birke gleich inklusive. Übrigens, wer sich zum Thema Pickup-Kabinen weiterbilden will, wir haben schon so manche Aufsetzbox getestet. Die Filme gibt es hier in unserem Kanal.